Ich war's. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irenes Boxenwelt. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich ein für mich überraschendes Unboxing von der Degustabox. Warum überraschend? Ja, ich weiß, dass ich sie im Abo habe, aber so manch einer, der mich verfolgt hat, hat mitbekommen, es gab letzten Monat auch ein bisschen Problemchen, dass ich meine Box bekommen habe. Die war ja verschollen. Gut, wie dem auch sei, deswegen war es für mich überraschend, dass die jetzt tatsächlich angekommen ist. So, und da habe ich nur gedacht, oh Murks, du bist jetzt heute gar nicht richtig zurecht gemacht, siehst du aus so ein bisschen versaust, aber ich wollte euch jetzt sofort das Video hochladen, weil ich glaube, so ganz viele davon habe ich jetzt noch gar nicht gesehen und deswegen. Ne, und es ist ja mal wieder halb zwei. Ihr kennt das ja mittlerweile, ne? So eins, halb zwei. Ich kriege eine Art Hunger und dann kommt was zu essen. So, ich hoffe, das geht ohne allzu sehr wackeln. Ach, wie lustig. Ich habe hier einen Erdbeer gehabt. Ach so, ja, bevor ich es vergesse. Die alte Leier. Ihr kennt das mittlerweile, diese Schallplatte. Bitte kontrolliert, ob ihr Abonnent von meinem Kanal seid. Punkt, 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 Punkt. Ihr wisst warum. Ja, es ist nach wie vor so, mir werden viele neue Abonnenten gemobst oder auch von den bestehenden Abonnenten gelöscht. Deswegen bitte guckt wirklich einfach immer nach. Wir wollen uns ja gegenseitig noch was haben eine Weile. Ne? Guckt, ob die Glocke aktiviert ist und dann passt das schon. Ne? Und ansonsten, ne, abonniert meinen Kanal. Was gibt es jetzt noch schnell sonst noch zu sagen? Genau, wenn ich Preise finde, was heißt finde? Die habe ich. Finde die nicht. Ich muss nur lesen können. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nö. Hat schon der alte Grundschullehrer gesagt. Blende ich euch da oben ein. So, los geht's. Da haben wir schon mal ein Produkt, was ich auch kenne. Muss ich jetzt nur hier auf diesem Zettel finden. Ah, ja, gefunden. So, das Sunquick Wassereis, das hatte ich jetzt auch in einer anderen Box mit Erdbeer und deswegen freue ich mich. Lemon kostet 2,49. Gibt es auch in ganz, ganz, ganz vielen Geschmacksrichtungen, muss ich mal sagen. Was seht ihr da? Wenn du jetzt heute. Ich sage nichts mehr zum Licht. Genießen Sie unser erfrischendes Premium-Wassereis zum Selbsteinfrieren. Weiche Textur und langanhaltender Geschmack enthält Fruchtsaft, keine künstlichen Süßungsmittel, das ist ja immer schon mal sehr gut, keine Konservierungsstoffe. Kann bis zum Einfrieren bei Zimmertemperatur gelagert werden. Das ist auch mal schon mal super, dass es keinen Platz wegnimmt im Kühlschrank. Erhältlich in 7 köstlichen Fruchtvarianten und 3 leckeren milchbasierten Creamy-Varianten. Der Geschmack des Sommers hergestellt in Dänemark. Also man hat halt eine Sorte pro Box. Aber das ist jetzt echt so kleine Schnitten geschrieben, dass ich das euch jetzt vorlesen kann. Findet es selber raus. So, auch ein altbekanntes Produkt. Von Brand, Saaten Crisp, finde ich aber sehr gut. Sonnenblumenkerne und Chia kostet 2,79 €. Hatte ich bereits auch schon mal, ist recht lecker. Ich hatte am Anfang auch gedacht, ich könnte das ganz gut einfach so müffeln, ohne irgendwas drauf. Das ist doch ein bisschen drisch. So nach, ach so, das versteht nicht jeder, ne? Unseren Dialekt. Das ist ein wenig trocken. Also schmiert euch irgendwas drauf. Dann habe ich. Ah, das ist richtig schön. Also man merkt das auch diese Box, glaube ich, schon. Ich will es nicht zu früh beschreien, aber es sieht danach aus, dass die sich auch ein bisschen auf wärmere Temperaturen einstellen. Und zwar haben wir nämlich Kühl und Lecker von Milford. Da kann man haben Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone, Aktiv Zitrone Limette oder Aktiv Wildbeere. Oh, ich habe die Wildbeere, da freue ich mich. Da wackelt das ganze Bild mit. 2,59 €. Die Milford Kühl und Lecker Tees sind die ideale kalorien- und zuckerfreie Erfrischung. Erhältlich in 7 leckeren Sorten: Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone, aktive Wildbeere, aktive Zitrone Limette, Himbeerkirsche, Orange Pfirsich und Melone. Schnelle Zubereitung: Einfach den Teebeutel mit 200 ml kaltem Wasser auffüllen, etwas ziehen lassen und genießen. Find ich lecker. 2,59 €. So. Vanilla Passion von Granini, das habe ich noch nie gesehen.
Da steht jetzt aber nicht, dass das neu ist. Mango Maracuja Vanille. Oh, das muss ich probieren. Wartet, ich hole mir mal eben ein Glas. Das muss ich probieren. Da bin ich wieder. Glas geholt. Und das muss ich euch mal eben zeigen, so in eigener Sache. Ihr seht das da so, mein Name. Ne? Wie mache ich das denn? Ihr könnt es sehen und dann so ein schönes Muster dazu. Ich mache jetzt mal Werbung in eigener Sache, beziehungsweise für eine Freundin. Die stellt diese Gläser nämlich her. Also falls jemand Interesse hat, vielleicht hat sie auch Interesse, euch so ein Glas zu machen. Die macht dann so Schriftzüge da drauf und wie gesagt, ganz knuffig. Mein eigenes Glas. Darf man das? Darf man so für eine Freundin Werbung machen? Doch, ne? Ich mache ja auch für andere Werbung. Steht ja eh drin, irgendwo da Dauerwerbung. Kann ich auch eine Werbung für sie machen. So, dann gucken wir mal. Da kommt ein toller Duft schon mal. Wirklich, der ist Vanille, Passion, Mango, Maracuja, Vanille. Prösterchen. Oh, der ist lecker. Gruß an die Diabetiker. Kohlenhydrate, 11 Gramm, jo, in 100 Milliliter wohlgemerkt, mit 11 Gramm Zucker. Ja, also wie gesagt, diabetikerfreundlich ist er nicht gerade. Aber es schmeckt und es ist lecker. Ja, alles was lecker. Oh, der Jürgen. ich weiß jetzt gerade, ach so, der Vanille Passion, habe ich vergessen, Preis zu sagen, entschuldige. Granini Sensation ist übrigens 1,89. Achtung, crazy Sorte Vanille Passion, also Entschuldigung, wir spulen nochmal zurück. ein Hauch, oh, ich habe irgendwie so Niesreiß heute. Draußen wieder, die Pollen sind unterwegs. Also ein Hauch zarter Vanille kombiniert mit fruchtiger Mango und Maracuja. Gönn dir ein Glas der wohl außergewöhnlichsten Interpretation von Saft. Pur als Schorle oder sogar als Eis an besonders heißen Tagen ist die Sensation Range immer eine aromatische Erfrischung. Ja, den? Aber nur ein Glas, habt ihr gehört? Mehr dürft ihr nicht trinken. Ihr dürft nur ein Glas trinken. Pringles Sizzling Medium Kicking Sour Cream. Das kostet 2,59. Es gäbe drei Sorten. Sour Cream, Spicy Barbecue und Cheese und Chili. Wenn das aber schon wie so ein kleines Teufelchen gemacht ist, ja, hier steht zwar nur ein Schafe, aber wisst ihr was, ich futtere das jetzt, das kriegt mein Mann heute Anruf. Müsst ihr gerne wissen, Geruch ist in Ordnung. Ich hatte doch letztens da diese Chili-Dinger da mit 3, 4 Peperonis. Junge, da war mir aber nach einem schon genug. Das haben die von Degusta Strack. Boah, meine Zunge ist spitze. Wir haben die Strategie so gemacht, dass man erst den Saft hat und dann das. Oh Leute, echt, also wer empfindlich ist. Dem sage ich nur Heidewitzka. Vertraut nicht darauf, dass da nur eins ist. Lecker, ja, keine Frage. Aber ich bin ja so ein bisschen empfindlich, was das angeht. Ich sehe so beknackt heute aus. Ey Leute, es tut mir leid. Doppelkinn kommt wieder raus. Was sollen wir denn machen? Wir können denn heute nicht besser aussehen. Nature Valley Oat and Honey. Da hatten wir letztens diese Nut Butter. Da weiß ich, die sind super lecker. Brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Deswegen probieren. Obwohl doch, ich will sie euch zumindest zeigen, wie sie aussehen. Manchmal hilft nur rohe Gewalt. So. Na, wie siehst denn du aus? Okay, also er ist etwas anders als das, was wir beim letzten Mal hatten. Gut, dass ich es aufgemacht habe. Also das schaut dann so aus. Also letztens war das ja in so einer Riegelform, ne? Ich schneide es mal eben durch. Nö, schaut aus wie so ein Streuselkeks. Dann muss ich doch mal eben ein Stück probieren. Jetzt doch für euch testen. Klebrig. Lecker.
Nature Valley Soft Baked Protein Oats and Honey. Sind weichgebackene Proteinriegel mit 20% Protein, Vollkornhafer, einer köstlichen Honignote und einem hohen Ballaststoffgehalt. Ganz ohne Farb- und Konservierungsstoff, ohne künstliche Aromen. Perfekter Snack für Ausflüge ins Freie oder als kleines Frühstück für unterwegs. Kostet 2,99. Hatte ich euch jetzt eigentlich gesagt, die Pringles ja 2,59, ne? Oh, also so habe ich das auch noch nicht gesehen. Ich gebe euch mal einen Blick in die Box. Schön, ne? Also so ordentlich hatten die das mir hier auch noch nicht dran gesehen. Junge, wow, was bist du denn? Entschuldige, dass ich euch nicht erst hab gucken lassen. Ist der Knaller Allure Premium Seco 4,99. Hätte man haben können in Weiß und in Rosé. In der geschliffenen Diamantflasche ist Allure der Blickfang des Abends und ideal als Geschenk geeignet. Ob als Partydrink oder als Aperitif zum Menü. Lebensfreude, Spaß und Genuss sind garantiert. Also das finde ich jetzt aber wirklich, aber der sieht richtig toll aus. Wenn man sowas mitbringt, also weißt du, die meisten Leute wollen ja mittlerweile überhaupt keine Flasche Wein oder Sekt oder sonst was mehr kriegen. Man sagt ja nur aus Höflichkeit, Dankeschön. Aber die sieht doch mal wirklich fesch aus. Die kannst du ja hinterher auch super als Vase benutzen. Sehr schön. Die finde ich klasse. Moment, wo stelle ich dich denn jetzt hin? Wartet mal, entschuldige, dass du mich jetzt so nah ertragen bist. Auch noch mit dem Gesicht heute. Nicht richtig geschminkt und... Habe ich nur für euch gemacht. Ich hoffe, ihr rechnet mir das hoch an. Wartet mal, ich muss diese Konstruktion hier... Irgendwie, hier kommen noch mehr Flaschen. Was kommt denn da jetzt noch zutage? Oh, wie toll! Milchpause, Eiskaffee. Ich liebe Eiskaffee, aber den lasse ich trotzdem jetzt zu, weil ich habe das andere schon offen. Oh, hä? Milchpause? Thomsahne. Ach so, okay. Weil es etwas irritiert war, guckt mal, hier stand jetzt Thomsahne. Deswegen war ich jetzt irritiert, weil da jetzt Milchpause steht. Kostet 1,90 Euro. Das finde ich aber in Ordnung für die Größe. Das sind 500 Milliliter. Das ist bestimmt lecker. So. Ich war's nicht. Das heißt aber so schön, man soll die Beutel durchkneten. Aber ich dachte eigentlich, wenn ich es essen möchte, und nicht schon vorher. Pasta Pronto Basilikum. Ach nee, Miracoli ist fertig. Ja, wahrscheinlich brauchst du schon nicht mehr kochen, so wie der durchgeknetet ist. Also in der Mikrowelle 700 Watt Beutel leicht kneten, das wurde dann schon erledigt. Obere Ecke des Beutels ein Stück einreißen, 90 Sekunden. 700 Watt erhitzen ist für euch überhaupt nicht lustig, ich weiß. So, oder wie ich es machen würde, im Topf Beutel leicht kneten, um die Pasta zu trennen. Ich kann das jetzt überhaupt nicht mehr lesen mit dem Kneten, ne? Ohne zu lachen. 30 Milliliter Wasser erhitzen, sobald es kocht, Pasta hinzufügen und mit Deckel 3 Minuten köcheln lassen. Gelegentlich umrühren. Wisst ihr was, das mache ich jetzt mal eben und dann komme ich gleich wieder. Kuckuck, da bin ich wieder. Und es dampft, ja, den Dampf seht ihr jetzt nicht. Aber ich habe das jetzt extra direkt mal so auf dem Teller getan, damit ihr dann wirklich mal seht, wie viel das doch letztendlich sind. Also diese 200 Gramm. Ich habe diese Jungs tatsächlich mal doch in der Mikrowelle gemacht. Ich wollte das einfach mal testen, wie das dann wirklich schmeckt. So, und ihr seht so, die Portion ist absolut ausreichend dann. So, dann werde ich das jetzt mal für euch probieren. Leute, das schmeckt, obwohl es aus der Mikrowelle kommt. Ich bin ja gerade total verdutzt. Okay, also wenn man je nachdem wo, also halt Mikrowelle, ne? Man hat mal da ein stärkeres, ein härteres Stück, mal ein weicheres, aber kann man sehr gut wirklich auch aus der Mikrowelle essen. Ich bin total überrascht. Hätte ich nie, also wirklich perfekt in 90 Sekunden.
wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen, es so zu machen. 1,99 Euro. Mein Mann kommt gerade auch. Dem reiche ich mal eben den Teller. Nimm mal den Teller entgegen. Ich habe gerade was zu essen gemacht. Ein bisschen schneller gehen. Ich bin mitten im Dreh. Du bist auch nicht im Bild. Ich will groß nicht meinen Arm im Bild haben. Guten Appetit. Das Zauberwort heißt Danke, wenn du mir dein Essen schon gibst. So, Loaca Classic Waffel Zitrone. Kennt ihr das? Kennt ihr das, frage ich euch jetzt. Ihr gebt von Herzen gerne was ab, damit dein, der Göttergatte das dann bekommt. Und dieses kleine Wörtchen Danke, das kommt nicht über die Lippen. Schrecklich. Jetzt rollt er garantiert wieder mit den Augen, weil ich über ihn was sage. Loaca Classic Waffel Zitrone. Fruchtig frischer Zitronengenuss. 3 knusprig leichte Waffelblättchen und 2 Schichten. Bildet ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Unsere Creme verdankt ihr intensives Aroma dem aromatischen Zitronenöl, gewonnen aus den Schalen sizilianischen Zitronen. Sehr lecker. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3 Produkte. Oh, ich glaube, ich habe der nächste für meinen Mann. Becks Unfiltered, naturtrübes Pilz, Detlef, passend zu deinen Nudeln. Kostet wie Becks Viererpack. Was? Sechserpack 4,99. Eine Flasche pro Box für 1,04 €. Hätte man auch ein bisschen mehr tun können. Naja gut. Das neue naturtrübe Pilz mit einem samtig erfrischenden Geschmack. Inspiriert, hörst du zu, vom Bauprozess Meine Herren, inspiriert vom Brauprozess aus dem Gründungsjahr 1873 ist Becks Unfiltered ein Becks in seiner ursprünglichsten und natürlichsten Form. Vor dem Öffnen die Flasche kurz über Kopf treffen, damit sich die natürliche Trübung gleich mit... Detlef, was heißt das bitte? Vor dem Öffnen die Flasche kurz über Kopf treffen. Fuß dagegen treten oder was? Ich hoffe, das gehört hat. Whisky Delta Golf. Aber Leute, beantwortet mir mal die Frage. Was heißt das, dass man vor dem Öffnen die Flasche kurz über Kopf treffen soll? Egal. Hier, dein Bier. Steht auf dem Tisch. Weiter geht's. Als Produkt des Monats haben wir Rees Peanut Butter Cups. Ja, das ist aber jetzt überhaupt nichts Neues. Das habe ich schon vor über einem Jahr in der Campus-Tüte drin gehabt. Hier. 99 Cent, also den Preis 99 Cent kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also dann, wenn das so sein sollte, Leute, holt euch diesen, wo mehrere drin sind, ist günstiger. Ich mache den jetzt für euch auf, probieren brauche ich den nicht, ich kenne den. Hat mein Mann direkt Nachtisch, der ist super versorgt, merkt ihr das? Der kommt hier rein, der kriegt direkt warmes Mittagessen, der hat sofort sein Bier. Jetzt auch noch ein Schoki-Nachtisch. Ich weiß ja nicht, wie gut der hier hat. Doch, ich glaube schon, sonst wäre er schon 30 Jahre da, oder? Naja, vielleicht war gerade irgendwie das Weggehen einfach zu mühselig. Ja. Nachtisch! Bitte, das sag noch mal laut. Er hat gesagt, er kann wegfahren. Hat ein Motorrad und ein Auto. Ah, genau deswegen hätte ich gerne gehabt, dass mein Mann bei solchen Unboxings dabei ist. Weil das, wir sind schon ein süßes, eingespieltes Team, wenn wir wollen. Aber der will halt nicht. Was soll ich machen? Ich bin an den Film gelandet. So, und dann haben wir Fritz Grapefruit für 75 Cent. Och, ist der niedlich. Guckt mal, da hat man doch richtig Lust, so Klappe aufzumachen. Fritt, vor allem das Lustige, gib mir einen Fritt. Wenn ihr an der holländischen Grenze wohnt, was heißt es, gib mir einen Fritt? Treff mir mal ans Frittchen. Ja, das riecht aber was anderes als eine Frittstange. So, kennt ihr eigentlich alle, aber ich habe es jetzt mal für euch aufgemacht. So, da sind schon wieder 19 Minuten, Leute. So, das ist halt bei dem Unboxing so. Ist halt so, Herrgott. Wieso esse ich denn jetzt doch? So, Gesamtpreis blende ich euch da oben ein. Das war's. Ich finde es eine tolle Box, auch wenn sich Sachen wieder gedoppelt haben.
Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal und bis bald. Habt einen schönen Tag.